Oh ja, das ist perfekt. Fang an mit einem Stein. Was? Ein wenig Klebstoff. Dann kommen zwei Kulleraugen drauf. Oh weia, nicht so schnell bitte. Und voila, ein Stein mit Kulleraugen. Wow, ha, damit hätte ich nicht gerechnet. Jetzt versuch du es mal. Ich hab Angst. Du schaffst das schon. Ich wage heldenhaft einen Versuch. Diskretion bitte. Entschuldigung. Oh ja, ich bin fertig. Ja, sehen wir es uns an. Sieh und staune. Ach, das ist wunderhübsch. Ich bin ein Künstler. Ich muss Ihr Künstlerbarett konfiszieren. Was? Nicht doch, das können Sie nicht machen. Tut mir leid, das sind wahre Künstler, die ich suche. Ich bin ein Künstler. Hurra! Was höre ich da, ein Künstler? Was? Nein, kommen Sie zurück. Welcher der beiden Herren ist denn der Künstler? Das sind wir beide. Macht jede Menge Spaß. Wollen Sie es nicht auch mal versuchen? Ich bin Kritiker. Ich versuche mich nicht an Dingen, ich beurteile sie. Ich fälle Urteile, zum Beispiel auch über Ihr Werk. Langweilig. Nicht beurteilen! Heilige Seehechtsuppe mit Steinbeißer, das ist so unglaublich primitiv und naiv. Sie sind ein wahres Genie. Ist das gut? Ich gebe Ihnen $500 dafür. Und den Hut da. Hey! Sie sind ein meisterlicher Künstler, mein Freund. Sie können dieser Fischnase keinen Künstlerhut aufsetzen. Wer ist hier der Kritiker, hm? Wow, hast du das gerade gehört? Patrick ist ein Künstler. Oh, wer ein lausiges Werk verkauft, ist noch lange kein Künstler. Wie viele lausige Werke hast du denn schon verkauft? Tja, so in etwa, jedenfalls wette ich, dass er nicht noch mal was von diesem wertlosen Tand verkauft. Hallo, ich habe Ihren Hut gesehen. Sind Sie Künstler? Ja, aber sicher. Haben Sie denn Kunst hier? Ich habe so ein Verlangen nach Kreativität. Oh, okay. Kunst! Danke, Mann. Hier sind 50 Tacken. Tja, und der ist... ich habe keine Steine mehr am Kulleraugen drauf zu machen. Die Steine sind alle. Geht nicht auch was anderes? Der Künstler braucht jetzt Zeit für sich selber. Er ist ja so exzentrisch. Machen Sie es sich doch bitte bequem, Herr Patrick. Unser künstlerischer Betreuer ist gleich bei Ihnen. Unser Herr Tentakel hier gibt Ihnen jeden gewünschten künstlerischen Rat. Erfreut. Hier ist Ihr Krabbenburger. Soll ich ihn auf die Rechnung setzen? Oh ja, besser wird's sein. Wir sitzen hier vielleicht die ganze Nacht. Um Ihnen eins gleich vorweg zu sagen. Ich bin ein Fan und es ist mir eine Freude, von einem Meister lernen zu dürfen. Meine Karriere und meine Selbstachtung liegen in Ihren Händen. So viel hängt davon ab. Okay? Beraten Sie. Weißt du was? Konzentrier dich auf deinen Burger. Was? Oh, natürlich. Es ist doch offensichtlich im Grunde. Das hätte mir schon viel früher auffallen müssen. Thaddäus ist ein Genie. Nun weiß ich endlich, was ich tun muss. Brillant. Ein solches Beispiel an ungeschliffener Kreativität gab es noch nie. Das wird die Kunstwelt auf den Kopf stellen, oh ja! Hiermit erkläre ich dieses Werk zum nächsten großen Ding! Nächsten großen Ding! Ding! Hier ist eine neue Ladung ganz frischer Krabbenburger Kunstvorlagen. Sehr gut, Mignon. Das wären dann $50. Das ist wirklich preiswert. Und hier ist Ihr Burger. Noch ein Kunstburger, bitte, Herr Star. Es ist so eine Ehre, Sie kennenzulernen. Kann ich mir gut vorstellen. Hey, Lehrling! Machst du mal eben noch eins meiner Meisterwerke, guter Mann? Wenn du tüchtig bist und dich ranhältst, wird aus dir vielleicht auch mal ein Künstler. Oder auch nicht. Da fehlt einfach der Glanz.